Ich heiße Leon und ich interessiere mich für den Beruf des Mechatronikers. Ich bin Lisa und ich habe mich für die Industriekauffrau interessiert. Ich heiße Selina und ich habe mich für den Wirtschaftsingenieur interessiert. Ich heiße Dominik und ich habe mich für den Beruf Elektroniker interessiert. Nur 4 von insgesamt 11 Schülern, die heute bei der Firma Brückner in Leonberg schnuppern dürfen. Die baut Maschinen zur Textilveredelung, in denen zum Beispiel ein normaler Stoff wasserabweisend gemacht wird. Für den Betrieb ist der Schulferienfirmentag die Gelegenheit, künftige Fachkräfte anzuwerben. Wir hatten tatsächlich in den vergangenen Jahren 2, die über den Schulferienfirmentag bei uns dann angefangen haben. Da gab es auch letztes oder vorletztes Jahr einen Zeitungsartikel dazu, über den, der bei uns dann gestartet ist, wo das Landratsamt dann hier war, um da nochmal drüber zu berichten auch. Das Landratsamt deswegen, weil es die Firmentage organisiert, Schülern die Plätze vermittelt und die Firmen beim Angebot unterstützt. Bei der Firma Brückner werden insgesamt 7 Ausbildungsgänge angeboten, vom Elektroniker bis zum Wirtschaftsingenieur, von der Ausbildung bis zum dualen Studium. Die Berufe werden von aktuellen Auszubildenden und Studenten selbst vorgestellt, erst theoretisch und dann praktisch. Dazu geht's für die Elektroniker rein in den Betrieb an den Arbeitsplatz von Azubi Daniel. Hier lernt er momentan, wie ein Schaltschrank für die Maschinen programmiert wird. Später dürfen die Schüler sogar einen der riesigen Apparate in Aktion sehen. Die Kamera muss da leider draußen bleiben. Ja gut, es ist halt, gibt halt gewisse Tage, wo man eben nicht an die Maschine dran kann, aus internen Gründen, ja. Macht nichts, es geht ja auch nicht um Maschinen, sondern um die Schüler. Und was hat denen am besten gefallen? Dass wir mal einen Einblick in die Firma hatten und mal sehen konnten, wie das hier alles läuft. Dieses Einkaufen und Verkaufen war sehr interessant, was man da so macht. Ich fand die Arbeitsatmosphäre sehr schön, weil es sehr angenehm war und hier alle Mitarbeiter schön miteinander kommunizieren. Die Maschine, wo sie nicht filmen durften, die war ziemlich cool und ich fand es toll, wie alles aufgebaut war und ich fand es halt gut zu sehen, wie es alles funktioniert. Sehen, wie es funktioniert, für den späteren Beruf begeistern und zur Ausbildung informieren. Genau dazu sind die Firmentage da. Und das scheint auch in diesem Jahr wieder geklappt zu haben.